Hallihallo und herzlich willkommen zu einem 200 Abonnenten Special von mir für euch, Abonnenten von mir. Ich weiß nicht, wieso mir gerade dieser bescheuerte Satz eingefallen ist, aber er ergibt doch Sinn. Wir spielen in diesem Special Little Fighter 2 ein altes Spiel, was ich immer ausgegraben habe. Man kann das übrigens kostenlos auf lf2.net erlangen. Ich bin Freeze und werde gegen diese Banditen kämpfen. Psu. Allerdings gibt es in diesem Special noch einiges, was ich sagen muss. Ich meine, 200 Abonnenten in der kurzen Zeit. Ich bin echt glücklich darüber, dass tatsächlich Leute Gefallen an meinen Videos finden. Also danke, danke, danke dafür. Ja, bei wem bedanke ich mich eigentlich? Ihr abonniert mich ja, weil euch die Videos gefallen. Hoffentlich. Und nicht, weil ihr mir damit einen Gefallen tut. Oder beides? Keine Ahnung. Ich bedanke mich auf jeden Fall, falls ihr mir einen Gefallen tun wollt. Falls nicht, ich bedanke mich. Außerdem gibt es einige besondere Leute, bei denen ich mich ebenfalls bedanken möchte. Zum einen wäre da Kyubi no Yoko für den Kanalhintergrund. Danke dafür, dass du das kostenlos gemacht hast. Er gefällt mir sehr. Ich finde ihn großartig. Danke, danke, danke. Und ein großes Dankeschön geht ebenfalls an Clemi und Dani dafür, dass sie mir tatkräftig in den Let's Play Togethers zur Seite stehen, mit mir zocken und Spaß haben. Ich werde hier total vermöbelt von den... Sagt mir nicht, ich krepiere jetzt bitte. Ich will nicht krepieren. Das war der Eisberg. Ja. Wieder zurück zum Thema. Außerdem möchte ich mich bei einigen Leuten bedanken, bei denen es euch vielleicht komisch erscheint, dass ich mich persönlich bei denen bedanke. Allerdings tue ich das dennoch. Da wäre zum einen Suishomaru, Herdy K, Emero und Gronk. Danke dafür, dass ihr super geile Let's Plays macht, dass ihr mir gezeigt habt, was ein Let's Play überhaupt ist. Das wusste ich, bis ich mir eure Videos angeschaut habe, noch nicht. Und wie gesagt, ich bedanke mich dafür, dass ihr mich auf die Schiene gebracht habt und mich dazu, auch indirekt, auch wenn ihr mich wahrscheinlich gar nicht kennt, nehme ich mal zumindest schwer an, danke, dass ihr mich auf die Schiene gebracht habt, selbst Let's Plays zu machen. Mir macht's Spaß. Außerdem möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die mir Kritik gegeben haben. Das wären relativ viele. Wer gemeint ist, der weiß es auch. Also, meine ganzen Kollegen, sagen wir es mal so. Außerdem noch, danke an Dimitri PlayTV dafür, dass du dich oft ehrlich über meine Videos ausgelassen hast und mir auch hin und wieder gesagt hast, wenn irgendwelche Tonqualität nicht richtig stimmig war, ich konnte mich daran richten und das Ganze anpassen. Freut mich sehr. Und ein weiteres Dankeschön geht an Demon aus dem Let's Play Forum, de-m-on, wenn ihr wissen wollt, wie er geschrieben wird, für sein Tutorial über MEGUI. GUI, was auch immer, mega, Graphical User Interface. Auf jeden Fall hilft das mir sehr, meine Videos in guter Qualität zu halten und gleichzeitig auf eine geringe Dateigröße zu reduzieren. Dankeschön. Jo, ich glaube, ich habe da jetzt keinen vergessen von wegen Credits. Und wir zocken einfach mal weiter dieses Spiel, wo der Stein mich umbringen will. Wir nehmen einen Bumerang, werfen diesen auf unsere Gegner und bringen sie damit um. Ich stelle mir gerade vor, wie ich einen Bumerang irgendjemandem ins Herz steche und ihn damit umbringe. Das mit der Kiste erscheint mir da um einiges realistischer als mit dem Bumerang. Und ich fasse die anderen Leute an mit meinen Händen. Dass das meinem Charakter nicht in den Fingern wehtut, wenn der die so anfasst. Egal, er greift sich ihr Herz und reißt es hinaus. Wie es so wirkliche Kämpfer machen. Ich finde das immer ganz cool, wenn die Gegner die Trinkflaschen aufheben, die einem HP bringen. Weil, die Dinger, machen, dass man nicht angreifen kann. Zumindest wenn man so dumm ist wie die Gegner und sie nicht wegwerfen kann. So wie ich. Ja, ich rede gerade von Dummheit und dann passiert mir sowas. Bumerang! Wo kam der denn jetzt? Ah, okay. Angeflogen. Stirb, Bandit! Go! Wir gehen in die nächsten... Ich wollte gerade sagen, in die nächste Stage, aber das stimmt ja gar nicht. Denn wir gehen in den nächsten Teil der Stage. Nehmen uns eine Sense und mähen unsere Gegner am wahrsten Sinne des Wortes nieder. Stirb, Bandit! Stirb! Ey, ich wollte schlagen. Mann. Baseballschläger. Ich spiele jetzt Baseball. Mit... Oder auch nicht. Eis! Ja, wer hätte es gedacht, dass das Element von Freeze das Eis ist. Puh, ich kann mir übrigens auch ein Eisschwert erstellen, mit dem ich die Gegner ebenfalls niedermähen kann. Piu. Ey, ich habe Angriff gedrückt. Das nächste Mal mache ich ein Video von meiner Tastatur, dann seht ihr, dass ich auch wirklich Angriff drücke. Ja, blöd ist, wenn das Schwert gegen mich selbst verwendet wird. Von dem Gegner. Penner-Gegner. So, her damit! Stopp! Da ist ein Verbündeter, oder? Wirbelwind!
Du, ich befreie dich. Gern geschehen, musst dich nicht bedanken. Autsch. Nicht töten! Bitte nicht töten. Du da, du Muskelprotz. Ich glaube, der heißt Mark. Ja, der heißt Mark. Eindeutig. Nein, ich erinnere mich dran. Nicht, dass ihr euch wundert, wieso ich den plötzlich Mark nenne. Und mein komischer Helfer hier ist, glaube ich, irgendwas mit Trunks oder Thorsten oder... keine Ahnung, irgendwas mit T. Thorsten ist ein toller Name. Der heißt Thorsten. Kiste! Baseballschläger. Oder auch nicht. Das war sehr unangenehm. Ein Magier! Hilf mir, Magier! Go, go, go! Wir go nach vorne! Und hauen weiter rein. Übrigens, ganz am Rande ein bisschen Seiteninformation. Randinformation. Zum einen, Portal 2 Koop ist nicht irgendwie pausiert oder so, beziehungsweise... ich finde einfach momentan keine Zeit, das Ganze aufzunehmen. Was daran liegt, dass ich übermorgen mein mündliches Abi habe und ich eigentlich jetzt auch nicht aufnehmen sollte, sondern vielleicht mal was tun sollte. Aber naja, 200 Abonnenten, da muss man doch was tun. Auf jeden Fall, Portal 2 Koop, sobald wieder Zeit gefunden wird, wird aufgenommen. Auch ein weiteres Thema, Tales of Symphonia, genau wie Portal 2 Koop, sobald Zeit gefunden wird, wird aufgenommen. Weil Tales of Symphonia ist ein großartiges Spiel, ich will das zu Ende bringen. Es ist nicht so, dass ich das nicht mehr zocken will oder so, es ist einfach, dass ich momentan kaum Zeit habe. Aber die werde ich noch finden. Stage clear! 64 Kills, 3700 Damage gemacht, 2145 HP verloren und 2400 MP verbraucht. 25 Items aufgehoben und unser Status ist... Win! Und wir sind natürlich auch alive. Am Leben, wir haben gewonnen, innerhalb von 6 Minuten 18 Sekunden. Da das Ganze, glaube ich, den Rahmen sprengen würde, wenn ich das Spiel versuchen würde, hier durchzuspielen, verabschiede ich mich für dieses Spiel und für dieses Special von euch. Bedanke mich noch einmal herzlich für die 200 Abonnenten. Ich hoffe, der eine oder andere findet noch auf meinem Kanal. Vielleicht gefallen die Videos ja auch mehr als 200 Leuten. Also, tschö, man hört sich!